Was geht ab, meine Fitnessfreunde? In diesem Video werde ich euch ganz kurz erklären, wie man einen Sponsor bekommt oder wie ich einen Sponsor bekommen habe. Die Frage lässt sich ganz kurz und knapp beantworten. Du bekommst einen Sponsor, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Das kann bei 5000 Followern losgehen. Mit 10.000, 50.000, 100.000 Followern kommen dann immer bessere und bessere Sponsoren. Ich kann euch ja ganz kurz erläutern, wie das bei mir lief. Ich habe mit YouTube angefangen und ungefähr ab 5000 hatte ich meinen ersten Klamotten-Sponsor, weil die haben mir nur kostenlose Klamotten zugeschickt. Dort habe ich aber nichts verdient. Das war noch Gym Bros. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich weiß nicht, ob es die Marke aktuell noch gibt, aber das war mein erster Klamotten-Sponsor. Irgendwann so ab 10.000 Abonnenten kam dann ALG, das war die Klamottenmarke von Alon Gabay. Kurze Zeit später bekam ich dann meinen ersten Supplement-Sponsor, das war Rocky Sportnahrung. Zu Rocky Sportnahrung gehört ja jetzt Gym Queen, das ist ja jetzt wirklich relativ groß geworden, kann man sagen. Anschließend wechselte ich zu ESN und seit ESN jetzt vorbei ist, bin ich bei MyProtein. Das ist ungefähr seit einem Jahr auf der FIBO. 2016, kann man sagen, habe ich mich bei MyProtein beworben. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich bei MyProtein durchgehend selber bestellt habe und das Affiliate-Programm von MyProtein genutzt habe. Deshalb bin ich ganz froh, dass MyProtein da auf mich zukam und gesagt hat, hey Oscar, du bist uns aufgefallen durch unser Affiliate-Programm und du machst ganz gute Umsätze über deinen Link. Wir stehen dahinter, was du machst. Wir mögen deine Videos. Wir möchten dich sponsern. So, das war auf der FIBO 2016. Da hatte ich so ein kleines Interview mit denen und seitdem bin ich halt gesponserter Athlet. War auch dieses Jahr auf der FIBO bei MyProtein. Kurz vor der FIBO 2015 kam dann ShapeU auf mich zu. Da war ich wirklich aus dem Häuschen, weil ich kannte ShapeU nur die größten Athleten. Jeff Seid, Ryan Terry, Justin St. Paul, mit Steve Cook haben die gedreht, mit Ulysses haben die gedreht. Und dann dachte ich mir so, was? ShapeU will mich auf der FIBO? Das war wirklich so ein Durchbruch für mich. Und das kann man echt sagen, dass ich durch ShapeU wirklich meinen Durchbruch hatte. Und die haben einfach meine Videos angeschaut. Die kannten mich und haben gesagt, ey Oscar, wir finden dich cool. Wie wär's, wenn du mit uns zur FIBO kommst? Dann war ich auf der FIBO mit ShapeU 2015, 2016. Dieses Jahr war ShapeU leider nicht auf der FIBO vertreten, aber ich hoffe, dass sie nächstes Jahr dabei sind. Vor ungefähr 2 Jahren kam dann Jomu auf mich zu. Jomu Gerstengras, der mein Lieblings Gesundheitssupplement, von denen habe ich auch so ein kleines Sponsoring. Seit ungefähr 2-3 Jahren habe ich allerdings keinen Klamottensponsor mehr. Natürlich, MyProtein hat auch Klamotten, ShapeU hat auch Klamotten, aber ich habe keinen festen Klamottensponsor wie Gymshark, Smilodogs. Ich könnte mich da natürlich bewerben mit meiner Reichweite, ich denke, das würde auch klappen. Aber mein Ziel war es ja schon immer, eigene Klamotten herauszubringen. Das ist der Grund dafür, warum ich aktuell kein Klamottensponsoring habe. Ein Affiliate-System kann jeder machen. Mit einer Reichweite von 0 könnt ihr euch beim Affiliate-Programm anmelden. Das haben mittlerweile fast alle Unternehmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass man ungefähr ab 5.000 bis 10.000 Abonnenten oder Followern ein Sponsoring bekommen kann. Das geht vielleicht los mit so kleinen Sponsorings, wo du zum Beispiel Klamotten oder Supplements oder einen Fitness-Tee oder so zugeschickt bekommst oder irgendwelche Fitness-Gadgets. Dafür bekommst du noch kein Geld. Du kannst sie aber auf deinen Social-Media-Kanälen vorstellen und du bekommst diese Sachen umsonst. Dann ab einer Reichweite von ungefähr 20.000, 30.000 fängt es an mit dem bezahlten Sponsoring. Das heißt, du bist vielleicht exklusiv bei einer Klamotten- oder bei einer Supplement-Firma und wirst dafür vergütet, dass du die Produkte vorstellst. Ab einer Abonnenten- oder Follower-Anzahl von ungefähr 50.000 bekommst du schon richtig geile Sponsoren, wie zum Beispiel ShapeU, MyProtein, Smilodogs. Bei einer Reichweite von 200, 300, 500.000, 1 Million Abonnenten geht es dann schon richtig los. Da kommen die großen Unternehmen auf dich zu, wie Puma, Nike, Adidas, Under Armour. Und da kannst du wirklich richtig Kohle verdienen. Je mehr Reichweite du hast, desto mehr Geld kannst du verlangen dafür, dass du irgendwas bewirbst. Ist ja ganz normal. Ich sag euch, es gibt nichts Geileres. Du postest ein paar Bilder und bekommst Geld dafür. Allerdings muss man sagen, dass man sich diese Reichweite erstmal erarbeiten muss. So einfach geht das nicht. Mit Kaufen, Abonnenten kaufen, Kommentare kaufen, ich weiß nicht, ob das geht, Likes kaufen. Das funktioniert nicht, weil das checken die Unternehmen. Das heißt, du musst wirklich gut sein. Du musst finden, was du gut kannst. An dieser Sache arbeiten, wirklich alles reinstecken, 100% geben und so wird deine Reichweite steigen. Und
und dann wird dein Potenzial steigen, immer bessere und bessere Sponsoren zu bekommen und irgendwann vielleicht auch deinen Lebensunterhalt durch Sponsorings zu finanzieren.